Also, mein Lieben, ich muss ein bisschen leiser sein, weil ich die Einzige bin, die wach ist. Ich glaube, es geht los. Ich hoffe, ihr versteht mich überhaupt. Ich bin super, super aufgeregt. Wir haben es den 16.08. um 2.23 Uhr. Und ich habe seit halb eins ungefähr Wehen, aber eher unregelmäßig. Also sie waren relativ regelmäßig von Anfang an, aber nicht so schmerzhaft, aber so ein leichtes Unterleibziehen. Und dann bin ich aufgestanden und jetzt werden sie wirklich regelmäßig und alle 4 Minuten. Und ja, ich werde jetzt Felix wecken. Ich war gerade schon in der Badewanne und in der Badewanne sind sie auch nicht weggegangen. Und genau, deswegen werde ich jetzt Felix wecken. Und dann, denke ich, werden wir losfahren. Ich habe die ganze Zeit meine Wehen-App laufen. Und seit der Badewanne werden die auch ein bisschen kürzer vom Abstand her. Ich habe jetzt hier schon ein paar Sachen zurechtgelegt, die noch in der Kliniktasche fehlen. Zum Beispiel Kamera, meine Tabletten und sowas. Und meine Schwester ist sogar wach. Das ist voll schön, weil ich gerade mit irgendjemandem sprechen kann. Das ist gut. Ja. Es wird immer mehr. Langsam. Aber ich nehme euch mit. Ich werde jetzt, wie gesagt, Felix wecken. Und dann meine Schwester anrufen, damit jemand auf Lia aufpasst, damit sie dann näher kommt. So, jetzt habe ich schon wieder eine Wehe. Mal ganz schnell die App rausholen hier. So, und nach der Wehe werde ich hochgehen. Und Felix weg. Und die App sagt die ganze Zeit Bescheid, dass wir ins Krankenhaus fahren sollen. Schon seit über einer Stunde. Aber, ja. Ich werde jetzt mal Felix wecken. Und dann rennen wir mal los. Ich erzähle dir noch einmal mein Babybauch. So sieht der gerade aus. So, meine Lieben, ich habe Felix geweckt. Wir sind im Auto. Und ich habe auch gerade schon im Kreislauf angerufen und meinen Vater geweckt. Also erst mein Vater geweckt, der passt jetzt auf Lia auf. Dann habe ich gerade endlich meine Schwester erreicht. Die ging die ganze Zeit nicht ans Telefon, aber jetzt ist sie auch unterwegs. Die wird dann gleich Lia übernehmen, wobei Lia ja sowieso schläft. Ich hoffe, sie schläft durch und merkt das nicht. Ja, und dann sind wir jetzt losgefahren. Sind jetzt auch schon ja, fast da. Schon im Kreißsaal angerufen und die wissen jetzt auch Bescheid, dass wir kommen. Ja, noch geht's mir gut. Ich kann während den Wehen noch so ein bisschen reden. Und sie sind immer noch alle 4 Minuten. Also für die Geburt ist sie tief entspannt. Ja, ich bin wieder total entspannt, wie bei Lia damals. Ich kann das auch noch gar nicht so richtig glauben, dass es losgeht, aber ja, mal gucken. Vielleicht werden wir wieder nach Hause geschickt. Ne, Schatz? Ja, so eine 30-Stunden-Geburt oder so. Ja. Nee, ich glaube nicht. Mit nach Hause nehmen und so. Die Fruchtblase ist übrigens noch nicht geplatzt. Da warte ich die ganze Zeit drauf. Ich habe hier schon vorgesorgt. Ach, jetzt kriege ich wieder eine Wehe. Ich muss es dann aufschreiben. So, wir sind im Krankenhaus angekommen. Wir haben ungefähr kurz nach 3, 6 nach 3. Jetzt schauen wir mal, was die sagen. Ich bin noch zu entspannt. Felix ist nicht so entspannt. Die Babyschale kannst du hier lassen, Schatz. Die brauchen wir noch. Okay, ich bin wirklich nicht entspannt. Wieder die Tasche. Thank you.
so, mein Lieben, wir sind im Kreißsaal. Wir haben 11 Uhr und von einer halben Stunde ungefähr ist die Fruchtblase geplatzt von alleine. Wir haben die ganze Zeit drauf gewartet. Davor waren wir schon 12.000 Schritte spazieren und Treppen laufen. Und jetzt ist sie endlich geplatzt. Und jetzt sind die Wehen auch ordentlich stark. Schauen wir mal, wann die kleine Maus kommt.